Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Desktop-Effekte benutzen könnt und wie ihr das Programm Compiz installieren könnt und unter KDE 4 einrichten könnt. Zuerst einmal zu den Desktop-Effekten von KDE selber. Dazu öffnen wir Systemeinstellungen. Das finden wir unter Programme. Dann Systemeinstellungen, ganz unten. Dort wählt ihr Arbeitsfläche. Dann müsst ihr hier Compositing aktivieren. Das muss hier ein Häkchen sein. Und dann könnt ihr unter alle Effekte, die ihr haben wollt, einstellen. Ich finde das schon alleine recht gut von KDE dasselbe aus. Wenn man aber bei manchen läuft das nicht ganz flüssig, kommt je nach verwendeten Treiber der Grafikkarte an. Wenn das sein sollte, dass ihr das nicht flüssig habt oder euch die Effekte nicht gefallen, kann man Compiz installieren. Sonst reichen die eigentlich schon aus. Zum Beispiel der Würfel. Und ja, kann man die Sachen halt einstellen. So, wenn wir jetzt Compiz installieren wollen, dann müssen wir erstmal gucken, ob unsere Grafikkarte geeignet ist für 3D-Effekte. Dazu öffnen wir das Terminal. So, und dort geben wir ein GLX Gears. Also G-E-A-R-S. A-R-S, genau. Sollte ein 3D-animiertes Räderteil hier kommen. Sowie hier im Terminal noch ein paar Aussagen kommen. Wenn das sich bei euch nicht dreht, dann ist eure Karte nicht 3D geeignet. Das liegt dann wohl am Treiber. In den meisten Fällen, falls ihr eine ATI-Karte habt, hilft es vielleicht, den proprietären Treiber von ATI zu verwenden. Falls ihr eine Nvidia habt, dann kann ich euch leider jetzt gerade nicht helfen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr vielleicht den proprietären Treiber von Nvidia installiert bekommt. Ja, wenn das aber läuft, alles, dann ist euer System dafür geeignet und ihr könnt dann anfangen mit der Installation. Und dazu öffnen wir dann erstmal Rechner, Software installieren. Dabei müssen wir eine Menge von Programmen installieren. Hier ist die Liste. Zuerst gebt ihr ein Compiz. Dann brauchen wir Compiz selber, Branding OpenSUSE, und hier wählen wir nicht GNOME, sondern KDE4. Dann brauchen wir noch den Compiz Manager, Plugins Main und Setting Manager. Dann brauchen wir noch Simple CCSM und das für KDE und wir machen kurz die Liste durch, Plugins extra noch. So, haben wir jetzt alle hier. Manager haben wir. Ja, ja, ja. So, sollte jetzt eigentlich alles drin sein. Okay. Wenn ihr es dann alles drin habt, geht ihr auf Akzeptieren, zum Installieren. Und ein bisschen warten. So, jetzt sind die Programme erstmal installiert. Bevor wir jetzt Compiz wirklich benutzen können, müssen wir es erst einrichten. Dazu öffnen wir hier Startmenü, gehen auf Programme, gehen auf vor kurzem installiert und wählen dann den Compiz Config Einstellungsmanager. Hier wählen wir KDE-Kompatibilität aus. Hier muss ein Häkchen dran sein.
Rollen ganz runter, wählen Fenster skalieren, falls es noch nicht ausgewählt ist, Fenster verschieben und Fenster Positionierung muss ausgewählt sein. Ich selber habe dann hier noch Mouse Position Polling, sowie das habe ich auch, PNG und JPG ausgewählt, Fenster Vorschaubilder und Fenster Dekoration muss ausgewählt sein. Dann klickt man auf Fenster Dekoration drauf, das ist wichtig. Und hier, falls es nicht drin stehen sollte, müsst ihr dringend eintragen KDE4-Window-Decoration-Replace. Das schreibe ich aber noch in der Videobeschreibung. Geht ihr auf zurück, geht auf schließen. So, jetzt ist das alles eingestellt. Dann geht ihr auf Start, wählt unter Programmen, ganz unten Systemeinstellungen. Wenn wir jetzt Compat benutzen wollen, müssen wir auf Arbeitsfläche klicken, alle Effekte und erstmal alle ausschalten. Weil wir nichts überlappend haben wollen, zum Beispiel das zweimal Effekte, einmal hiervon und einmal sich gegenseitig stören. Hier auf Anwenden, gehen auf Übersicht. Jetzt kommt das wirklich Wichtige, und zwar gehen wir auf Standardkomponenten. Dann gehen wir hier auf Window Manager, gehen auf einen anderen Fenstermanager verwenden, Compats ist ausgewählt, gehen auf Anwenden. So, jetzt sollte der Fenstermanager wird jetzt neu eingerichtet, das heißt, wir klicken auf OK. Gehen wir auf Änderungen anwenden. Okay. Und können das jetzt schließen. Bis zum nächsten Mal, OpenSUSE Screencast.